Dinkelbeats, die Sieger des Bandcontests Wanted vom mittelsächsischen Kultursommer, bestritten am 29. August das Vorprogramm zu Philharmonic Rock in Klosterbuch. Die Band hatte am Abend zuvor an gleicher Stelle das Finale des Wettbewerbs gewonnen. Dabei setzten sich die Chemnitzer gegen Bands wie Chameleon, Defects, Ganslinger, Summit Area, Smashed Bricks und Matthew and Miller durch. Bei ihrem Auftritt am Sonnabend mussten Dinkelbeats mehrfach andere Saiten aufziehen, denn selbige waren Sänger Tom Köthen zweimal gerissen. Aber nicht nur damit hinterließen die Chemnitzer einen bleibenden Eindruck, auch musikalisch hatten sie eine Menge zu bieten, darunter Cover und natürlich eigene Stücke. Uhr war es dann soweit. In einer lauen Sommernacht hinter alten Klostermauern trifft Rock Klassik bei Vollmond. Scheinwerfer tauchten die ehemalige Abtei in ein Spiel der Farben. Mit Viva la Vida, einem Titel von Coldplay, gesungen von Franco Leon, nahm die 15. Auflage von Philharmonic Rock ihren Lauf. Begleitet wurde er von der René-Möckel-Band aus Leipzig und natürlich der Vogtland-Philharmonie unter der Leitung von Generalmusikdirektor Stefan Fraß. Nach einer zweijährigen Pause wurde die Veranstaltung Philharmonic Rock vom mittelsächsischen Kultursommer 2014 wieder ins Leben gerufen. Die 2015er Auflage stand hoch in der Gunst des Publikums, wenn auch einige der Stühle an diesem Abend leer blieben. Die 1400 Gäste des Abends begeisterte auch Tesha Bota, unter anderem mit Halo von Beyoncé. Die besondere Aufmerksamkeit der Veranstalter galt der Auswahl der Titel. Welthits der verschiedensten Genres waren zu hören. Moderne Hits wechselten sich mit altbekannten Songs ab. Temperamentvolle Rockmusik, romantische Balladen, Klänge aus Jazz und Musical, Filmmusiken oder populäre klassische Melodien sorgten für musikalische Kontraste. Faszinierend dabei das Zusammenspiel von Band und Orchester. Der Moderator des Abends, Andreas Mann, bekannt aus Funk und Fernsehen, sorgte für galante Überleitungen. Die Solisten Franco Leon, die Südafrikanerin Tesha Bota, das Trio Vo Capella, die Opernsängerin Marie Friederike Schöder überzeugten mit ihren Interpretationen der bekannten Titel. Special Guest des Abends war Nico Müller. Der bekannte Opernsänger ist Mitglied der Klassik-Pop-Formation Adoro. Präsentiert wurden weitere Hits wie Firework von Katy Perry, Klassiker von Falco, CCR, den Eagles, Van Halen und anderen Künstlern. Aber auch klassische Melodien erklangen in Klosterbuch. Marie Friederike Schöder sang die Arie »Frag mich mein beklommenes Herz« aus der Oper »Der Barbier von Sevilla« von Rossini und »The Diva Dance« von Donizetti. Musikern war es anzusehen, dass sie jede Menge Spaß hatten und dem Publikum, dass der Funke übergesprungen war. Besonders bei Chance of Rock, als alle Solisten auf der Bühne standen.